Ja, Marc, ich freue mich sehr, dass wir Gelegenheit haben zu sprechen über dein Wirken am ISB, über die Dinge, die du mit den Modellen, mit den Konzepten von hier machst, auch in deinen eigenen Welten. Ich habe mir überlegt, an was denke ich denn, wenn ich so über dein Wirken nachdenke, und in meinem Bild und in meiner Wahrnehmung hast du einfach viele kluge Vorgehensweisen entwickelt, mit Steuerungsmodellen, aus Steuerungsmodellen heraus des ISB, sowohl auf der Lehrtrainerbühne, in der Lehrtrainerrolle, als auch in deinen Beratungskontexten. Ich denke zum Beispiel an den Dialog zwischen Führungskräften in der Vertikalen, Wirklichkeitsabgleiche, was viel mit Lernen und Lernkultur zu tun hat. Und das verbinde ich tatsächlich mit deiner Arbeit. Siehst du dich da wieder? Findest du dich da wieder in dieser Beschreibung? Bist du ein Lernkulturentwickler? Neben vielen anderen Dingen? Ja, 100%. Du hast jetzt viele Stichworte genannt. Nehmen wir mal das Stichwort Lernkultur raus. Also hier am ISB ist ja klar, da stehe ich ja auch programmatisch für Lernkultur. Das sind ja Überschriften von uns. Und dahinter, auch wenn ich auf meinen Alltag auch schaue in anderen Rollen, wo ich Kunden nach außen das ja gar nicht so sagen kann, so sperrige Begriffe wie Lernkulturspezialist, merke ich aber, meine innere tiefe DNA ist Lernkulturentwickler zu sein. Also die Ausspielwege nach außen müssen wir anders nennen, das ist zu sperrig. Nur wenn wir auch in Unternehmen arbeiten, nach 3, 4 Beispielen und ich dann sage, wissen Sie, eigentlich interessiert mich Ihr Thema gar nicht richtig, das Coaching-Thema, das Prozess-Thema, das Whatever-Thema, sondern an sich sehe ich mich als Spezialist oder wir uns als Spezialist für Lernkulturentwicklung, wird immer zustimmend genickt zu sagen, es scheint so die Zukunft zu sein, dass sowohl hier am ISB als auch im Alltag, wenn wir versuchen zu transferieren, dass das das große Thema sogar ist. Jetzt hast du es ja gerade schon angesprochen, man könnte ja jetzt das Bild kriegen, oh, das ist sehr romantisch und sehr leistungsfern. Wir wissen beide, dass es das nicht ist. Inwiefern? Ja, weil es für mich einfach sowohl hier als auch in anderen Bühnen immer wieder darum geht, an realen Themen real zu arbeiten. Das heißt also, real zu lernen, wie werden Menschen zu einer hochwertigen Verantwortungsgemeinschaft. Und ich sage bewusst auch das Wort Team nicht mehr. Dieses Soziale und Nette, ich kann es fast nicht mehr hören, auch das Wort Teamentwicklung, wo häufig der Reflex abläuft, okay, bei Team, da geht es dann wohl, dass man sich versteht, dass es eine Frage ist des Miteinanders. Und mir gefällt da viel eher das Wort Leistungsgemeinschaft oder Verantwortungsgemeinschaften, nämlich zu schauen, wie kann es gelingen, dass Menschen hier oder in Organisationen zu hochwertigen Leistungsgemeinschaften werden. Und ich hoffe, das Wort transportiert schon, da geht es nicht um Sozialromantik und Nettigkeiten, sondern um Themen, wie bin ich rollenklar, wie bin ich verantwortungsklar, wie konfrontiere ich hochwertig in möglichst alle Richtungen. Jetzt hast du ja ganz viel auch selbst entwickelt und mit uns zusammen entwickelt. Aber du hast natürlich auch deinen eigenen Weg gewählt, deinen eigenen Lernweg. Lass uns da noch mal ein bisschen Einblick bekommen. Was waren denn deine Lernwege? Mein Lernweg, und ich kombiniere das mit einer Frage, die du am Anfang, oder einem Begriff Romantik, so Sozialromantik. Ich kann jetzt Stunden erzählen, was ich hier in Wiesloch alles gelernt habe. Ich habe ja mit Ende 29 hier die Ausbildung gemacht. ISB war mein Lernmodell. Für mich als Teilnehmer, für mich als Berater, und ich bin ja seit über 10 Jahren jetzt auch hier Lehrtrainer. Ich bin ja jemand, der nur über Beispiele erzählen kann. Ich sage jetzt mal nicht, das waren jetzt für mich die Linien, sondern so Beispiele, was mir sofort einfällt als prägende Erinnerung. Da war ich 29, Teilnehmer. Der Bernd Schmidt hat das Seminar geleitet, Plenumsberatung. Ich war Kunde, / Opfer, hatte irgendein Thema. Und nach 10 Minuten sagt der, ohne sich auf mein Thema zu beziehen, also ich will auf dieses Romantikthema, völlig direktiv, keine Frage gestellt, Marc, wenn ich mir dich so anschaue, also wenn du dir in deinem Leben alle Türen offen hältst, dann musst du dich darauf einrichten, das Leben im Gang zu verbringen. Ja, wenn ich dann Muster draus mache, was jetzt mich fesselt in der Lernkultur, was wir versuchen weiterzugeben, dann ist es einmal hochmoderne Didaktiken zu haben, wo jeder gut lernen kann, aber eben auch nicht auf diesen Klischee-Coaching-Trip,
der Kunde muss immer mit Fragen zur Lösung kommen und führst du den schön mit Fragen, ne? Sondern auch die Mischung zu haben, eine Intuition zu nutzen und auch sehr direktiv, wie in dem Beispiel jetzt erzählt, zu sagen, du, ich glaube, da ist der Weg und das kannst du probieren. Was würdest du sagen, was kriegen jüngere Kollegen von dir mit auf ihren Weg? Ich bekomme öfter so Feedback auch so in Richtung von Teilnehmern, jüngeren, werdenden Kollegen, dass sie an meiner Haltung Beispiel nehmen können. Das habe ich vorher gar nicht kapiert, weil ich bin ja so, wie ich bin. Was kann man da Beispiel nehmen? Aber es ist eher so auch zum Beispiel die Haltung zu haben, wegzukommen von diesen Machbarkeitsfantasien. Und was ich da von Jüngeren öfter höre, die dann in, also Berater, die wir ausbilden, dann in ihren Alltag gehen, dass die sagen, sie nehmen ganz viel mit, klar zu werden, was kann ich in meiner Rolle leisten. Das ist eine seelische Dimension. Also, dass dann alle auch entspannen zu wissen, okay, was ist mein Beitrag und was ist der andere? Und da können Jüngere, glaube ich, viel lernen, ohne Anstrengungen wirksam zu sein. Was ist in 10 Jahren? Was verändert sich? Was bleibt gleich? Was ist dein Blick auf die Entwicklung unserer Profession? Also ich sag's mal ISB-arrogant, ja. Der Bernd Schmidt hat ja Anfang der 90er Aufsätze geschrieben zu Themen, die damals keiner kapierte. Und heute sind sie völlig en vogue und marktfähig. Also Stichwort, Bernd Schmidt schreibt 1990 über Verantwortungskultur, Kulturverantwortungserosion, Verantwortungskonfusion in Unternehmen, hat damals keiner kapiert. Wenn ich heute solche Stichworte nur anspiele, nicken alle und sagen, Herr Mina, darf ich das mal aufschreiben? Das ist genau unser Thema. Lernen müssen wir völlig neu denken. Weg von isolierten Lernveranstaltungen über Seminare und dann versucht man es in Unternehmen zusammenzufügen, sondern reinzugehen, auch dass wir Berater mehr Feld- und Branchenkompetenz entwickeln. Reingehen, nicht im Sinne, dass wir den Karren ziehen, sondern reingehen mit realen Keyplayern gemeinsam zu schauen, wie wird dort gelernt. Und es gibt frohe Kunden für mich, manche verstehen es. Da sind Vorstände oder Führungskräfte, ist egal die Ebene, ruhend bei sich und man merkt, das wird kraftvoll sein. Danke.